Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem kleinen Ultimate Team Video von mir. Ich habe ja am letzten Wochenende die Weekend League erreicht und habe auch ein paar Videos dazu in der Woche dann auch online gestellt, damit ihr ein bisschen verfolgen konntet, was so passiert ist. Habe auch den ein oder anderen Tipp bekommen, wie man es beim nächsten Mal machen kann. Zum Beispiel so, dass ich die ersten vier Spiele als Highlights zeige und die letzten vier Spiele, die ich mache, als Highlights zeige, dann so ein Video. Das wäre eine ganz gute Idee, fand ich ganz gut. Das machen andere YouTuber wohl auch so wie Erne oder sowas. Mal gucken, ob ich das beim nächsten Mal mache. Ich habe mich jetzt für diese Woche leider nicht qualifiziert, habe dann auch nicht mehr die Zeit gehabt, habe es zweimal probiert, habe dann aber nicht mehr die Zeit gehabt, um nochmal zu probieren und hat einfach nicht geklappt. Und am Wochenende habe ich jetzt eh nicht viel Zeit, von daher passt das ganz gut. Mal gucken, ob ich es dann nächste Woche wieder schaffen werde. Jetzt will ich aber meine Preise mal abholen hier mit euch zusammen. Und zwar habe ich dann am Ende tatsächlich doch Silber Rang 1 noch geschafft. Ich habe dort noch nach dem Aufzeichnen noch so ein bisschen in Ruhe vor mich hingespielt und Silber Rang 1 heißt, ich habe 20.000 Münzen bekommen plus zwei Packs. Einmal das Mega-Set und einmal das Jumbo Premium Goldspieler-Set. Jetzt kann ich mich gar nicht entscheiden, was ich als erstes auch machen werde. Ich habe Angst. Doch, die Aufnahme läuft. Hier läuft auch alles nicht, dass ich das verkacke am Ende. Also, wir machen jetzt erst das kleinere Pack einfach auf. 7 seltene Objekte sind dabei und es sind nur Spieler, doppelte Größe des Premium Gold-Spielersets mit einem zusätzlichen. Also das ist im Endeffekt richtig viel Münzen wert, wenn man das so kaufen würde. Ich mache es jetzt auf und ich freue mich einfach, dass ich hier ordentlich was gewonnen habe am Ende. Wahrscheinlich ist jetzt kein großer Spieler dabei, wie man es so oft hat. Snyderlin ist mit drin. Spielt er jetzt bei Everton? Das wusste ich gar nicht. Ein 82er ZDM. Von eigentlich Manchester United ist wohl gewechselt. Und damit haben wir den am Start. Tosic, Dempsey, Terlo oder Theo, Moreno, Halilovic. Ja, da ist er jetzt gelandet, der gute Mann. Und ja, das war's dann hier an großen bekannten Spielern. Also das ist ja wirklich sehr ernüchternd, muss ich sagen, an der Stelle. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll jetzt hier alles. Aber ich glaube, die seltenen werde ich alle mal gucken, was die so wert sind. Den Rest kann ich wahrscheinlich abstoßen. Ich gucke da nochmal nach und dann machen wir gleich das andere Pack auf. Ganz kurz, bevor ich das nächste Pack aufmache, hier der Ruiz, der ist schon für 700 weggegangen. Habe ich wahrscheinlich sogar unter Wert verkauft. Und ja, der ein oder andere ist tatsächlich wahrscheinlich auch aufgrund von Squad-Building-Challenges gerade ein bisschen mehr wert. Zum Beispiel hier der Spieler, der scheint ein bisschen mehr wert zu sein, so um die 2000 Münzen oder sogar knapp 3000, ich weiß es nicht. Also da habe ich dann doch noch den ein oder anderen dabei, wofür ich ein paar Münzen bekomme. Freut mich auf jeden Fall, die anderen habe ich einfach mal so reingestellt. Mal gucken, ob sie weggehen oder nicht. Achso, hier, den habe ich mal irgendwann so in so einem Bronze-Pack gehabt. Da machen wir jetzt das letzte Pack auf. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da drin haben. 18 seltene Karten, 30 insgesamt. Das Pack ist, glaube ich, 35.000 Münzen wert. Ihr wisst es wahrscheinlich besser. Schreibt es in die Kommentare, das Megaset irgendwie 35.000 wert. Ich glaube, so in dem Dreh. Bin gespannt, was wir jetzt hier an der Stelle ziehen werden. Ich lege den Controller beiseite. Ich habe eine Inform-Karte. Das ist schon mal Brooks. Brooks Inform am Start. Ich habe eine Inform. Ich mache kaum Packs auf und habe tatsächlich mal einen Inform-Spieler dabei. Brooks. Anthony Brooks von Hertha BSC. Auch noch ein Bundesligaspieler. Kann ich sogar in mein Team reinbauen. Ich weiß gar nicht, was der so wert ist. Ter Stegen mit am Start. Gabi. Und dann geht's auch so runter. So Wilshere. Chamberlain und Bolassi. 5 Sterne hat er, ne? 5 Sterne. Yeah. So, mal ganz kurz gucken, was der Brooks aktuell wert ist, aber der Preis steigt ja auf jeden Fall noch. Ist jetzt nicht der teuerste in Form, also den kann man relativ häufig ziehen. Aber trotzdem, es hat sich gelohnt für mich. Der ist hier so seine 13.000 wert oder 12.000 bis 13.000 aktuell. Preis geht noch ein bisschen hoch, also ich weiß nicht, ob der auf 20.000 hochgeht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie lange man so einen Inform am besten aufbewahrt. Wann verkauft man ihn am besten? Da habe ich keine Erfahrung mit, so wirklich. Auf jeden Fall mindestens eine Woche, würde ich jetzt mal sagen, sollte man da schon warten, bevor man ihn dann auf jeden Fall verkauft. Und den werde ich in meiner Bundesliga-Mannschaft verwenden. Der hat ein gutes Tempo, sehr gute Defensivwerte. Brooks, Hertha BSC in Formkarte am Start. Das finde ich schon mal ziemlich nice. Und jetzt gehe ich nochmal ganz nach rechts, damit ihr auch wirklich alles seht. Soriano ist mit auch hier dabei. Selassie,
Naja, aber das sind jetzt alles, glaube ich, nicht die wertigsten Spieler. Ich weiß bei den Silberkarten hier nicht. Wuten von Freiburg. Sandhausen, Entschuldigung. Ramos. Was haben wir denn hier noch so dabei? Ein paar Verträge, die kann ich auch mal gut gebrauchen. Auch hier die Trainingsfitnesskarten, Teamfitness. Die sind auch, glaube ich, ganz gut was wert. Beziehungsweise ich kann sie immer ganz gut gebrauchen. Ja, ansonsten jetzt nichts Spektakuläres mehr dabei. Damit war es das für das Video. Ich habe eine Inform-Karte gezogen. Was will man mehr? Das freut mich voll. Zwei Packs, davon einmal Inform dabei. Ich meine, gut, das waren natürlich auch teure Packs. Hätte ich die jetzt gekauft, hätte ich ja Verlust gemacht, trotzdem noch. Trotzdem, ich freue mich jetzt an der Stelle. Es hat sich irgendwie gelohnt. Silber 1 geschafft. Und ja, ich weiß, hätte ich noch 3 Siege mehr, dann hätte ich Gold 3 gehabt in der Weekend League und dann hätte ich mich automatisch qualifiziert. Aber mehr Spiele waren dann einfach nicht mehr drin und 3 Siege, da brauche ich mindestens 6 Spiele für. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, die Weekend League. Ich hoffe, es kam auch bei euch ganz gut an, dass ich da so viele Videos zu rausgehauen habe. Und ich versuche mich nächste Woche wieder zu qualifizieren. Und falls das irgendwie alles klappt, zeige ich euch noch das ein oder andere Video dazu. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao!